Oh! Kommt die hierher? Die kommt tatsächlich hierher. Na, da hatten wir jetzt aber Glück. Der geht wieder zurück. Sehr schön. Sieht mal ein bisschen aus wie die Speisekammer hier. Bruder, die Wache an der Tür zum Arbeitszimmer wird alle 3 Stunden abgelöst. Ach, das war, da waren wir ja schon mal. Oh! Was ist denn das? Das ist auch einer von denen. Und hier hört das auf mit diesen Gängen. Ich werde mal gucken, was hier so ist. Da ist eine Kiste in der Ecke. Netter Raum. Natürlich abgeschlossen. Wieso auch nicht? Muss ja alles einbruchsicher sein. Aber das ist es nicht. Na, ich will doch nur die Tür aufmachen. Geht doch. 2123 haben wir jetzt schon. Oh, der kommt da gleich. Kann ich den auch überwältigen? Ein Geräusch. Ein Geräusch und du bist tot. Du bist K.O. Lag hier was? Ach nee, das war einfach nur das Besteck. Was ist denn das hier? Ach, wieder eine Besenkammer. Gut. Die kriege ich bestimmt mit dem Schlüssel auf. Machen wir mal lieber die Tür zu. Man weiß ja nie. Oh. Natürlich. Da musste jetzt auch was drin sein, was richtig Krach macht. Aber warum war dieser Raum abgeschlossen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Hier gibt es ja mal gar nichts. Ich meine, es ist eine interessante Raumaufteilung. Aber... Nächste Tür. Hier ist irgendeine Maschinerie drin. Zahnräder. Ah. Hier ist aber was. Und nochmal. Was ist da drin? Was ist denn das? Könnte das das Buch sein? Ja, natürlich ist es das Buch. Und der Erbauer lächelte, als er das Werk des Karas erblickte. In tiefster Demut hatte er unzählige Maschinen erfunden, die ihm nun dienten. Er hatte armselige Menschen zu willigen Dienern des Erbauers gemacht, kontrolliert von den Maschinen des Karas. Er nannte seine Kinder Diener und sie wurden von den Reichen der Stadt, die sie aufgrund ihrer vollen Beutel und nicht aufgrund ihres Geistes überlegen fühlten. Begierig aufgenommen. Es waren dieselben Menschen, deren Gesichter Karas ausstrahlten. Doch die andere Seite dieser Menschen war erfüllt von Missgunst und Neid. Dafür hatte Karas
sie einst verachtet, doch nun erkannte er ihre Rolle im großen Plan des Erbauers. Karas hatte mit seinen Maschinen die Werkzeuge geschaffen, die er brauchte, um das Paradies des Erbauers auf Erden zu verwirklichen. Der Erbauer blickte auf seine Werkzeuge, als Karas weitere Vorbereitungen traf. Seine Miene war erfüllt von Wohlwollen und Karas erfüllte die Hände des Erbauers, die ihn führten, und seine Stärke, die ihm half, seine Bürde zu tragen. Aus dem neuen Buch der Glaubenssätze des großen Erbauers. Eines ist sicher, Karas hat seinen Verstand verloren. Oh ja. Sein Verstand hat er auf jeden Fall verloren. Wir sind hier, glaube ich, gerade im Arbeitszimmer, kann das sein? Ich könnte es mir vorstellen. Was um alles in der Welt ist das? Das ist eine Maschine. Was ist das für eine komische Maschine? Warte, ich lade nochmal. Ah, Scheiße, was habe ich denn jetzt gemacht? Oh nein, Terra, du bist so doof. Oh, ich könnte mich dafür schon wieder ohrfeigen. Das habe ich ja wieder super hingekriegt. Ja, ja. Das kommt davon, wenn man blöd ist. Los, kipp um. Die können wir hier hinlegen. Dann gehe ich hier durch. Gehe ich wieder meinen altümlichen Weg, den ich eben schon gegangen bin. Und hier muss ich noch was aufbrechen. Beziehungsweise, ich gucke erstmal. Hat da ein Kessel gezischt? Oder war es vielleicht etwas Schlimmeres? Ja. So. Jetzt haben wir den auch. Jetzt muss ich zwar erstmal den Spielstand wieder so hinbringen, aber jetzt brauchen wir uns nicht mal ganz so viel Zeit lassen. Oh, das war ein bisschen laut. War denn da irgendwas Wichtiges drin? Ich weiß es jetzt schon gar nicht mehr. Jedes Mal eine Überraschung. Ach ja, hier war die Besenkammer. Hier war ja nichts drin. Ich weiß aber nicht, wo plötzlich diese Figur herkam. Eines ist sicher. Karas hat seinen Verstand verloren. Ich glaube, ich muss mich einfach mal beeilen. Kommt der nicht mehr raus. Hä? Na, das wird ja witzig.
Zylus der Waffenkammer. Wer ist das? Der ist jetzt auch erstmal im Feuer. Seid ihr es, Bruder? Die Stille ist zurückgekehrt. Gesegnet sei Karras. Ich hoffe, ich habe den jetzt nicht umgebracht. Möge er sich zeigen. Haben mich meine Sinne getäuscht? Der. Mir die Trommeln in meinen Ohren einen Streich? Ich sollte vielleicht einfach mal ein Geräusch. Ich bin mir dessen sicher wie der Erbauer selbst. Hä? Wie soll ich denn den da bitte umhauen? So, vielleicht so? Macht Sinn, ne? Hier muss noch irgendwo... Ist da jemand? ...wie eine Schallplatte sein. Ah, okay. Der Kleine da. Das ist noch so einer, den ich noch nicht so ganz zuordnen kann. Hier ist ein Buch. Gästeliste. Dorcas Göttfell anwesend. Lord Burford anwesend. Madame Deniere hat Einladung abgelehnt. Sympathisantin oder Heiden. Lord anwesend. Ramirez... Keine Antwort. Anwesend wurde jedoch inzwischen freundlich hinausgegleitet wegen Trunkenheit. Okay. Abgesagt mit der Raum... Was? Rumpelballmannschaft der Stadt unterwegs. Die Rothschilds, Frederik und keine Antwort. Einladung nicht erhalten. Abgesagt macht Urlaub in Shellbridge. Anwesend hat sich früh zurückgezogen. Okay. Da ist noch so ein Typ. Kommt der jetzt hier rein? Den schmeißen wir mal hier rein. Hier ist der Speisesaal. Da hinten ist auch dieses Tonband, was ich noch vermisst habe. Und hören. Viel Spaß. Nachricht Nummer 4. Privilegierte Gäste, genießen Sie nun das Fest, das die Diener, die ich Ihnen schenkte, vorbereitet haben. Es ist noch nicht lange her, dass diese Diener erbärmliche, unglückliche und für die Gesellschaft nutzlose Seelen waren. Jetzt sind sie glücklich. Ach, wie gerne wäre ich nun bei Ihnen, meine Freunde, denn die Diener sind ausgezeichnete Köche. Nach dem Dinner wird sie Bruder Vilnia in die Galerie führen. Naja, was soll's. Das mit diesen Dienern ist sowieso schon wieder so ein Punkt. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses kleine Männchen, was hier rumgelaufen ist, was uns da plötzlich in dem Arbeitszimmer aufgelungert ist, dass das irgendwie dazugehört, weißt du? Dass das vielleicht so ein Diener ist.
Die Tür muss ich, glaube ich, mal aufknacken. Da führt nichts dran vorbei. Geht nicht. Die Tür ist zu. Ich weiß nicht, was hier los ist. Da steht dieses komische Viech. Na gut. Dann wollen wir jetzt wohl mal ganz hochfahren. Will mal gucken. Die Treppe führt da auch hoch. Also ich sollte vielleicht den Treppenaufgang diesmal nehmen. Weil da stehen nämlich zwei ganz finstere Gestalten. Ich weiß nur im Moment noch nicht, wo das sein soll. Hier ist sie, glaube ich, ne? Ja, hier ist es. Da geht's runter. Wir wollen aber hoch. Speichern wir mal. Hebel ziehen. Okay. Das nenne ich ja mal einen coolen Ballsaal. Ich werde mich mal an dieses Teil da ranschleichen. Wobei das nicht gerade das Schlimmste ist. Nach meiner Erschaffung nahm mich Karras in seine Obhut. Er sprach: Du bist das Kind meines Strebens und Trachtens. Folge mir und du wirst die Erde beerben.